Moin Leute, hier ist euer Bashix und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA Vice City Stories. Yo, im heutigen Part machen wir die Vice Tours Nebenmission. Zählt auch zu den 100%, ist auch eigentlich eine ganz coole Mission, wie ich so gelesen habe, also im GTA-Wiki. Und hier müssen wir in diesen Maverick einsteigen, also in den Helikopter. Den findet ihr hier auf dem Flughafen, gleich hier an der Position. Also hier könnt ihr reinfahren und hier gleich steht dann der Hubschrauber. Und wir müssen hier 5 Level absolvieren. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein und fangen an mit der Mission Vice Tours. Fliege innerhalb der vorgegebenen Zeit durch sämtliche Aussichtsmarkierungen. So. Ja. Hubschrauber fliegen. Wir müssen tief fliegen, um den Spaß der Leute zu gewährleisten, sage ich jetzt mal. Die wollen natürlich ein bisschen Action hier haben. Und da sind sie doch mit mir auf jeden Fall ganz gut bedient. Würde ich doch jetzt mal sagen. Und es gibt 5 Level, die wir machen müssen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier zu diesen 3 Aussichtsmarkierungen fliegen müssen. Fliege langsam an, um einen guten Ausblick zu bieten. Ja, hier auf das Militärgelände wollen sie einen guten Ausblick haben. So. Ja, bin ich jetzt drin? Halt den Helikopter für ein paar Sekunden still. Ah, jetzt machen sie Bilder. Das ist ja cool. Touristen haben sich ja alles angesehen. Fliege nun zur anderen Aussichtsmarkierung. Ja, am besten wieder tief und schnell. Damit der Spaß bleibt. Jetzt will ich nochmal schnell gucken, wo die anderen... Ja, gut, die anderen Punkte sind ja gleich hier in der Nähe. Wir machen mal gleich sie hier rechts von uns. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Mission, die ich so jetzt auch noch nicht gesehen habe in irgendeinem GTA. Und 5 Level sind vollkommen okay. Die Belohnung kann ich euch ja mal sagen. Nach jedem Level bekommen wir anscheinend $500. So. Macht mal ein paar Fotos, Leute. Sauber. Und ja, wir kriegen auch so quasi ein bisschen Geldbonus. Also wir kriegen jetzt im Endeffekt keinen besonderen Boni dafür. Ist auch, soweit ich weiß, das einzige oder die einzige Nebenmission, wo wir keinen direkten, dauerhaften Bonus erhalten. Finde ich ein bisschen schade, da hätte man vielleicht noch irgendwas Cooles einbauen können. Aber ja, ist auch so ganz cool hier. Rockt schon. Alle Aussichtspunkte wurden abgeflogen. Kehre nun zur Basis zurück, um deinen Lohn abzuholen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich finde auch den Heli zu fliegen eigentlich recht einfach. Ich bin ja jetzt vorher noch nie eingestiegen hier in den Heli. Aber das geht vollkommen klar, auch mit Controller. Und auch der Spaß bleibt. Wie ihr seht, da habt ihr eigentlich keine Probleme. Weiß jetzt natürlich nicht, wie es in den anderen Leveln so werden wird. Oh, landen müssen wir sogar. Ja klar, die Leute wollten ja auch irgendwie raus, ne? Ja, dumm. Hätten ja einfach mal mit dem Fallschirm abspringen können, ne? Das wäre ja nun ein bisschen Spaß gewesen. Gut, Level 1 abgeschlossen. Dein Bonus 1600. Boah, aber da kann man richtig gut Geld farmen hier mit der Mission. Und die nächsten Aussichtspunkte. Also sind anscheinend immer 3 Stück. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal schätzen, dass die jetzt weiter auseinander sind. Und vielleicht wird es auch etwas kniffliger dann. Weil hier haben wir schon die erste Gefahr ein bisschen in der Nähe. Ja, trotzdem noch easy peasy, aber es ist doch schon... Hier kann uns schon was in die Quere kommen. So, jetzt wollen sie hier ein bisschen den Hafen fotografieren. Jawoll. Oh, oh, oh. Boah. Ja, dann die Brücke wahrscheinlich. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man ja keine Leute sieht. Aber das mit dem Blitzlicht, das ist schon cool. Man muss sagen, Vic macht aber auch alles. Also wirklich vom Sanitäter bis hin jetzt hier zum Reiseführer. Der Typ ist einfach Gold wert für Vice City. Ja, also wirklich 15 Level werden auch hier
meiner Meinung nach übertrieben. Aber das geht ja auch für die anderen Nebenmissionen. Deswegen hat es mich auch etwas gewundert, dass hier nur 5 Level zu schaffen sind. Ist auch, glaube ich, die einzige Mission, wenn mich nicht alles täuscht, wo man nur 5 Level erreichen muss. So, und was wollen Sie hier fotografieren? Wahrscheinlich diesen Platz hier, oder? Ja. Die zerstörte Fabrik. Am besten ja schön abbremsen, damit sie in Ruhe ihre Fotos machen können. Und auch damit hätten wir ja alle Aussichtspunkte abgeschlossen. Dann schnell wieder zurück zur Base. Aber ehe der Spaß mal runtergeht, also ich hatte jetzt erst Angst, als ich das gelesen habe, dass man ja wirklich nur gefühlt 5 Meter über dem Boden langfliegen muss. Dann wäre auch vielleicht ein bisschen zu krass gewesen. Aber so ist doch vollkommen chillig. Da habe ich in einer anderen Hubschraubermission schon ein bisschen mehr Angst, aber das werden wir wahrscheinlich schon im nächsten 100% Guide machen. Die wird, denke ich mal, knackig. Level 2 abgeschlossen, $1,700 Bonus. Ja, das klappt doch hier. Ah, und jetzt haben wir 4 Aussichtspunkte. Also es steigert sich tatsächlich. Dann denke ich mal, haben wir das dann in Level 4 genauso nochmal 4 und in Level 5 haben wir dann 5 Aussichtspunkte. Würde ja auch Sinn machen. Ja, komm, ich mach zuerst den hier. So kann man auf jeden Fall Vice City nochmal schön von oben sehen. Das wäre eigentlich eine Mission gewesen, wahrscheinlich, die ich auch am Ende des Let's Plays gern gemacht hätte. Hat man nochmal einen schönen Überblick über die ganze Stadt. Nochmal über das Spiel quasi. Aber auch dieses Let's Play wird wahrscheinlich schneller zu Ende sein, als wie mir lieb ist. Wobei ich jetzt schon echt mega viel Spaß mit dem Game habe. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Story-Mission. Zwar dauert es noch ein ganzes Stück, bis wir wieder dort sind. Aber ich freue mich echt drauf, was hier noch so passiert. Ich hoffe, ihr genauso auf jeden Fall. Falls ja, lasst mir doch gerne mal ein Like da. Nee, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Was mal cool wäre, wäre direkt auf so ein Wohngebäude oder so in der Höhe zumindest. Was ist denn jetzt eigentlich näher? Okay, also die sind fast beide gleich. Und wieso sinkt eigentlich der Spaß, je höher ich bin? Also ich meine, eigentlich müssten die es ja genießen, dass sie so eine hohe Aussicht haben. Oder so eine gute Aussicht, als wenn ich jetzt zwischen den Gebäuden entlang fliege. Man kann es halt auch niemandem recht machen, einfach. So, was wollt ihr hier fotografieren? Wahrscheinlich das Stadion, oder? So ein bisschen. Warte mal, jetzt fliegen wir hier drüber. So. Und jetzt hier wahrscheinlich das Polizeipräsidium. Ist auch was, was man einfach als Bild für zu Hause braucht. Mensch. Endlich ein Bild von einem Polizeipräsidium. Sehr nice. Kehre zurück zur Basis. Und damit hätten wir nämlich auch schon Level 3 abgeschlossen. Ah, schade, jetzt wird es dunkel hier. Ich hätte eigentlich noch gern weiter Tag gehabt. Na gut, vielleicht sind wir am 5. Level dann weiter. Oder von der Zeit so vorangeschritten, dass wir dann wieder bei Tageslicht hier sind. Obwohl es sich vielleicht auch gerade in Vice City lohnen würde, wenn man hier in der Nacht Fotos macht. Aber da sind wir gerade auf der falschen Inselseite. Hier ist alles noch ein bisschen trüb. Drüben ist ja eigentlich mehr so dieses Lichterorchester. Vor allem am Ocean Drive und Ocean Beach.
Da wäre es auch schlauer gewesen, da hätten sie dort irgendwie die Weißtours gemacht, anstatt hier irgendwie. Oder? Ich meine, hier hat man ja jetzt keine großartig coole Aussicht, so als Gast. Naja, ist nicht meine Tour, ich bin ja nur hier Ausführer, ausführendes Organ. Ja. Schauen wir mal, was die Leute so in Level 4 fotografieren wollen. Erstmal wieder einen Plan machen. Mach ich zuerst das. Wo ist das andere? Hier, 1, 2, 3. Ach, hier hinten noch. Aha. Na gut, dann mache ich zuerst. Ja, so mache ich's. Zuerst mal hier hin. Finde ich auf jeden Fall eine mega coole Mission und stock vor allem mein Geld auf. Das brauche ich ja unbedingt. Jede Menge Kohle. Vor allem, wenn wir dann an die Firmen gehen oder die Unternehmen. Da brauche ich noch ordentlich Money. So, ja, jetzt macht man hier noch ein paar Schnappschüsse. Dann hier noch vom Schrottplatz. Ist aber auch eine coole Location. So ein bisschen Lost Place mäßig. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so Fans von Lost Places seid. Also das ist ja auch gerade während der Corona-Pandemie extrem angestiegen, dass man da so Lost Places mal besucht. Finde ich auch mega cool, war ich auch schon... Ja, was heißt öfters? Ein, zwei Mal habe ich auch schon mal... War ich bei einem Lost Place und das ist schon Wahnsinn. Das ist wie so eine... Ja, wie so eine Zeitreise einfach. Wenn man da in irgend so ein altes Gebäude reinmacht. Und... Ja, was sich einfach null verändert hat. Blöd finde ich, wenn das halt wirklich ausgenutzt wird. Also, wenn man da reingeht und... ja, dort ramponiert und zerstört oder seinen Unrat hinterlässt. Das muss nun wirklich nicht sein. Gibt halt aber leider ein paar Idioten, die das machen. Naja. So, was wollt ihr jetzt sehen? Aha. Die Brücke anscheinend. Mit dir hat man keinen Spaß, was? Fliege tief und schnell. Okay, da müssen wir jetzt wirklich mal tief und schnell fliegen. Ah, jetzt sind wir auch die ganze Zeit relativ hoch geflogen. So, reicht das schon aus? Ja, anscheinend schon. Ja, einen Rückzug können wir dann übers Meer wieder fliegen. Weil da können wir sehr schön, sehr tief fliegen. Und ihr seht schon, wie schnell sich der Spaß wieder auffüllt. Das passt schon. So, dann hier können wir gerne noch vom Stadion Pictures machen. Na? Und wieder ab zurück zur Basis und diesmal über das wunderschöne Meer. Ohne einen Baum zu treffen am besten. So, reicht das aus? Kriegen die Leute jetzt Spaß? Ja. Gut, ich denke mal jetzt im fünften Level werden wir, ja, 5 Aussichtspunkte abklappern. Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Wenn wir mal da sind, jetzt haben wir natürlich auch den letzten Aussichtspunkt genommen, der am weitesten entfernt ist, klar.
Aber die Leute, die haben wieder Spaß ohne Ende, aber auch das Zeitlimit ist schon jetzt ein bisschen knapp bemessen. Oha. Hoffentlich wird das jetzt beim letzten Level nicht extrem hart werden. Da gibt es jetzt auch keinen Checkpoint. Also wenn, dann müssten wir wirklich nochmal alles von vorn beginnen. Also nur noch eine halbe Minute. Level 4 abgeschlossen, okay. Und jetzt haben wir auch 5 Minuten Zeit. Also Ingame-Minuten natürlich. Ne, das sind auch richtige Minuten, ich voll Idiot. Nö, trotzdem noch 4 Punkte, okay. Okay. Dann machen wir wieder zuerst den hier. Diesmal bleiben wir mal ein bisschen weiter unten. Sofern es möglich ist. Oh, hier können wir ja schon wieder aufsteigen. Ja, aber ich denke mal, die 5 Minuten, die sollten schon reichen. Wenn man eine kleine Route zusammen hat und das jetzt nicht kreuz oder quer macht, dann dürfte das schon reichen. So. Los, Fotos machen, Leute. Nice. Was mache ich jetzt? Hier oben. Was ist da ganz hier oben, oder was? Oder ist er hinter dem Gebäude? Wahrscheinlich schon, oder? Hä, hallo? Okay, da ist hier. Aha, hier oben, okay. So, macht eure Bilder. Gut, 3,5 Minuten, das dürfte klappen. Das war jetzt hier auf der Hinterseite hier. Ja, und die sind gleich hintereinander, das ist... Also wir haben dann noch ungefähr, ich sag mal, 2,5 Minuten, um wieder zurückzukommen. Das reicht schon. Ich denke, ich werde auch wieder so Richtung Arena wieder zurückfliegen. Einfach nur, weil ich über das Meer fliegen will, um jetzt möglichst ja keinen Baum oder sowas noch zu treffen. Das wäre echt fatal. Ja, und hier die Crossstrecke, da werden wir auch ein paar Missionen machen. Freue ich mich auch schon drauf. Na? Hallo? Sehr nice. Gut, hier hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht noch irgendwie einen 5. Punkt hinmachen. So als Abschluss und auch ein bisschen Schwierigkeitserhöhung. Aber gut, hier wollen sie wahrscheinlich nochmal was Chilliges reinbauen, bevor wir dann zur nächsten Mission kommen. Oh, und die wird's in sich haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon auf was gefasst machen. Also auf jeden Fall wird es wieder sehr lang gehen. Aber das ist halt so bei den 100% Guides. Die dauern. Aber macht halt auch mega Spaß, wenn man sie abgeschlossen hat dann. Und auch währenddessen. Kann man ja wirklich so sagen, weil es sind halt auch coole Ideen, gerade wie hier Weißt vor. Das finde ich eine mega coole Idee. Streckt jetzt auch das Spiel, finde ich, in keinster Weise. Das ist einfach eine kleine, nette Mission, die man machen kann. Warum auch nicht? Zeitmäßig muss man sich schon ein bisschen spuren, aber... Spuren. Aber auch das kriegt man locker hin. Und wir sind sogar schneller als bei Mission Nummer 4. Gut. Und damit hätten wir sie eigentlich abgeschlossen. Müsste ja jetzt eigentlich kommen, Mission erfolgreich oder sowas.
Mal schauen. Level 5 abgeschlossen. Ja, wollte schon sagen, Mission erfüllt. Und $500 haben wir nochmal extra bekommen. So muss das sein. Jo Leute, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten 100% Guide. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Euer Bashix.